So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Link zieht nochmal seine Hose hoch und wir sehen, wir haben jetzt hier auf der Karte, also im ersten Stockwerk haben wir alles und im zweiten haben wir auch fast alles. Und dann kommen wir jetzt gleich runter und dann wird der Dungeon auch ein bisschen größer. Ihr seht, ein paar Kisten sind es noch, aber okay, wir sind auch gratis in den Dungeon reingekommen. Und ihr merkt, den Anfang haben wir jetzt gleich hinter uns. Oder den haben wir in der letzten Folge hinter uns gebracht. Ja, und wie ich es mir schon gedacht habe, ist natürlich unser Kollege Schnürschuh wieder hier. Und ich weiß nicht, warum ich immer zwei Bomben für ihn brauche. So. Aber er gibt uns immer wieder Bomben. Was mich freut und deswegen, naja. So, diese Wand können wir, ist kein Fake, da müssen wir wirklich eine Bombe platzieren. Und deswegen kriegen wir wahrscheinlich auch immer Bomben von ihm. Und können jetzt hier weiter und deswegen brauchen wir auch den Schlüssel. Deswegen, ich habe mich ganz gut umgeguckt in der letzten Folge, würde ich sagen. So, jetzt ist nämlich die Sache, hier, ich nehme schon mal mein Schwert in die Hand, kommen immer wieder Skutullas. So, hier an dem Schatten kann man es sehen. Dreh dich, mein Freund. Und mit dem Biggeron Schwert reicht ein Schlag aus, dann sind die weg. Aber ist es halt ein bisschen nervig, weil... Wie gesagt, man kann es nur an dem Schatten erahnen, dass sie da runterkommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Herzen da lassen würdet. Danke sehr. Hier ist noch einer. Komm, dreh dich. Wie gesagt, das Biggeron-Schwert ist schon sehr geil. Ich hätte es mir vielleicht schon ein bisschen eher holen können. So. Komm runter. Das Problem ist, das Biggeron-Schwert ist halt so groß, ich stoße immer gegen die Wand. So. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Ja, ja. Machen wir schon. So. Jetzt müssen wir nämlich aufpassen. Komm, geh hoch. Einmal hier rüber. Okay, reicht noch. Und hier kommt immer ein Stahlfoss. Na komm. Irgendwie fehlt die Musik. Na komm schon. Sehr schön. Auch mit dem Biggeron-Schwert nicht mehr so ein Problem. Genau, hier drüben sind Plattformen, an denen wir zum Glück auch festhalten können. Und... hier, genau. Gut, hier brauchte ich keinen Schlüssel. Aber hier müsste, glaube ich, eine Truhe sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, zwei Truhen sind hier auf jeden Fall. Ah, und so ein Ding in der Mitte. Ist halt nur die Frage. Okay, ist ein Gegnerraum. So, erwischt. Sehr gut. Bitte nochmal. Sehr gut. Hast du irgendwas für uns? Ah, Rubine, okay. Können wir mal mitnehmen, ist jetzt aber nicht so wichtig. So. Genau, die Fledermaus. Da drüben. Na, das Itemwechseln geht einem hier schon sehr auf die Nerven. So, ich schau das mal da oben hin. Die Ocarina brauchen wir hier nicht unbedingt. Na, komm. Hat gereicht, sehr gut. Okay, noch ein paar Pfeile. Nehme ich gerne mit. So, da drüben ist noch eine Fledermaus. Deswegen gehen wir jetzt mal kurz mit dem Ding mit. So.
Ja. Sehr schön. Erwischt. Und dann können wir hier gleich raus. So, den Pfeil hätte ich trotzdem noch gerne. Ich weiß nicht, wie viele Pfeile ich habe. Deswegen lieber ein paar mehr dabei haben, als zu wenige. So, und wenn wir sehen, eine Kiste kann man nur mit dem Auge der Wahrheit sehen. Aber wir holen uns jetzt erstmal die Skatulla. So, sehr schön. Dann, was haben wir hier? Ich finde, gerade weil manche Kisten nur mit dem Auge der Wahrheit sichtbar sind, ist es umso wichtiger, den Kompass hier zu haben, um zu wissen, ob man dann auch wirklich alle Kisten hat. So, nur ein paar Pfeile, aber wir haben's. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. So. Immer schön mit dem Ding mitlaufen, dann kann es nicht so viel passieren. Okay, und auch hier wieder sieht man die Plattform nur mit dem Auge der Wahrheit. Und ich glaube, unser Kollege, genau, taucht wieder auf. Ah. Sehr schön. Wie gesagt, nicht mehr so ein großes Problem, dank dem Bigeron-Schwert. So, und bei dieser Plattform, an der kann man sich nicht festhalten. Deswegen gehen wir jetzt auf Nummer sicher und nehmen die Gleitstiefel mit. So, und erst laufen, wenn das Ding runtergeht. Weil man dann eine höhere Chance hat, hier drauf richtig zu landen. So, das gleiche wieder hier. Immer schön warten, bis es weit oben ist. Und dann, Leute, ich empfehle es euch dringend, wechselt sofort wieder die Stiefel, wenn ihr es nicht mehr braucht. So. Ja, ja. Lass mir Ruhe. Sache ist die, dass ich glaube, bei dem Typen ist nämlich auch. Ja, genau. Darunter war nämlich auch so ein Ding. Deswegen, nehmen und warten, bis sie vorbei sind. Ein ganz einfacher Trick eigentlich. Zerstört einfach alles, was euch begegnet. So. Was haben wir hier? Ah, der Raum. Okay, der Raum. Alles klar. Ganz fies. Hier ist ein Stein drin. Auch wieder nur mit dem Auge der Wahrheit sichtbar. Also man merkt schon, das Auge der Wahrheit, das braucht man hier schon sehr viel. So. Und ich höre eine Skatulla irgendwo. Ist hier eine drin? Nein. Okay. So. Der Trick bei diesen Dingern ist eigentlich, die ganze Zeit den Stein weiterzuschieben. Bis sie nicht mehr weiter können. Und ich mache das ganz gerne so, dass erstmal beide auf dem Stein sind. Muss man halt gucken. Ich glaube hier, genau. Dann kann hier nicht mehr so viel passieren. Okay, das sind zwei Krüge. Okay, Bomben und Herzen nehme ich gerne. So. Okay, kein Boden oder so. Sehr schön. Komm her. Noch eine goldene Skatulla, sehr schön. Und haben wir hier eine Kiste. Sehr schön. Ein paar Pfeile. Genau. Jetzt von dieser Seite den Stein ziehen.
Ich finde es eigentlich ein ganz cooles Rätsel. So, denn hier ist eine Erhöhung. Und mit dieser Erhöhung können wir nämlich auf diesen Stein drauf. Und... weiß gar nicht. Ne, so kommen wir nicht hin. Genau, müssen wir einmal hier rüber. So, können dann hier rüber laufen. Okay, auch nur wieder ein bisschen Geld. Okay, eine Kiste ist noch übrig. Die aber noch nicht da ist. Dafür brauchen wir den Schalter. Und wir können uns halt mit dem Enterhaken an die Kiste ziehen. Und die dann öffnen. Also, ein relativ einfacher Raum. So, ein weiterer Schlüssel. Und dann sind wir hier auch durch. Es ist halt nur die Frage, ob unser... er ist natürlich wieder da. Kollege Schnürschuh hat sich natürlich... gibt sich wieder die Ehre. So, tschüss, mein Freund. Das war jetzt ein bisschen brutal. Aber wir nehmen es einfach mal so hin. So. Jetzt kommt eine Stelle, die mir nicht so gefällt, weil da ist ein bisschen Timing angesagt mit dem Auge der Wahrheit. Denn ihr seht, dass da drüben bewegt sich was. So, geht doch mal runter. Obwohl, so schlimm ist das nicht. So, aber hier rüber. Ich finde, wir kommen eigentlich ganz gut voran. So. Dieser Raum ist richtig fies, weil hier sind Stacheln. Und jetzt brauche ich doch nochmal die Ocarina. Man braucht halt schon oft die Hymne der Sonne hier. obwohl ich brauche die Bomben hier nicht. Deswegen den Enterhaken schon. So. Dann spielen wir einmal die Hymne der Sonne. So. Oh, weg mit dir. Und da hinten ist noch einer. Ja, das meine ich. Jetzt bin ich leider in solche Stacheln reingetreten. Aber so kommen wir in die Kiste. Würde nur ganz gerne wissen, wofür die Rubine sind. So. Das ist halt auch ganz fies, dass diese Enterpunkte nicht da sind. So, wir müssen uns jetzt hier in eine Linie, glaube ich, stellen. Sehr schön. Sehr gut. Da oben. Ja, dann muss ich da runterspringen, glaube ich. Nein. Einfach daneben gesprungen. Verdammt. da bist du. Okay, bitte nicht daneben springen, Link. Sehr schön, dann geht nämlich der Raum auf. Und jetzt schauen wir, was in der Kiste ist. Okay, noch ein blauer Rubin. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle mal kurz ein Ende.
Und ja, wir schauen uns in den Raum nochmal ein bisschen um, aber wir sehen halt, diese Stacheln tun halt weh. Nichtsdestotrotz, ja, beende ich die Folge. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr die Folge gesehen habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time wieder. Wie ihr seht, kommen wir relativ gut voran. Wir sind jetzt schon im letzten Geschoss. Hier haben wir schon einiges gemacht. Das andere kommt dann halt später. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut und bis dann.